In diesem Video sehen wir uns an, wie man eine Normalverteilung in Microsoft Excel erstellt. Und wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Die Normalverteilung wird ja dann verwendet, um Häufigkeiten von Daten und Beobachtungen darzustellen. Ich habe uns dazu ein neues Arbeitsblatt geöffnet und werde nun einen Datenbereich generieren mit Zufallszahlen. Dazu bietet Microsoft Excel die Funktion Zufallsbereich an, in der ich einen unteren Bereich beispielsweise 1 und einen oberen Bereich mit 100 angeben kann. Ich gebe dann als nächstes eine beliebige Anzahl an Daten an und werde diese im nächsten Schritt einfügen. Nun habe ich meine Zufallsdaten generiert und werde nun aus diesem Datenbereich den Mittelwert errechnen. Diesen benötige ich dann anschließend für die Normalverteilung. Ich wähle den Mittelwert aus, selektiere mein Datenset und erhalte den Durchschnittswert von 47,63. Ebenfalls benötigt es die Standardabweichung von unserem Datenbereich. Dazu gibt es ebenfalls eine Funktion in Excel, und zwar diese. Wähle wie beim Mittelwert wiederum den Datenbereich aus und erhalte nun die Standardabweichung von 29,958. Als nächstes, um eine Normalverteilung dann grafisch darzustellen, benötige ich nun die Normalverteilung von jedem diesen einzelnen Zufallswert. Dazu wende ich nun die Funktion norm.verteilung fort. Und kann nun im ersten Parameter den Wert angeben, anschließend den zuvor berechneten Mittelwert sowie die Standardabweichung und wähle falsch bei der Wahrscheinlichkeitsfunktion aus. Anschließend bestätige ich mit OK, referenziere noch Mittelwert und die Standardabweichung fix für diese Formel, damit ich diese dann anschließend automatisiert für alle Datenpunkte erstellen kann. Nun kann ich, bevor ich die Grafik nun erstelle, möchte ich noch die Zufallszahlen sortieren, damit die Grafik auch schön aussieht bzw. in der richtigen Darstellung ist. Ich wähle hier noch eine Überschrift Normalverteilung. Wende nun Filter an und sortiere diese absteigend oder aufsteigend, je nachdem, wie man das gerne darstellen möchte. Als nächstes wähle ich nun den Bereich der Normalverteilungen aus und kann nun mit Einfügen das entsprechende Diagramm mit dem Punkt XY und der Auswahl der Punkte mit interpolierten Linien und Datendarstellungen auswählen. Und erhalte nun meine gewünschte Normalverteilung. Wie ihr seht, könnt ihr mit wenigen Schritten nun eine Normalverteilung in Microsoft Excel erstellen. Ihr könnt das mit beliebigen Datenpunkten durchführen und wie ihr seht, könnt ihr so relativ schnell testen, ob es einer Normalverteilung entspricht. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.